Hallo meine lieben Freunde, heute möchte ich euch den Zugang zu den Engeln näher bringen. Ich möchte euch Hilfestellung geben, wie ihr den Kontakt zu ihnen herstellen könnt. Denn immer wieder werde ich von meinen Kunden gefragt, wie sie es anstellen sollen, dass sie die Engel hören können, mit ihnen sprechen können oder sie sogar sehen können. So habe ich mich entschlossen, diese Mitteilung nur zu sprechen, damit ihr euch auf die Engel besser konzentrieren könnt. So hört, was ich euch übermittle. Wie spüre ich die Anwesenheit der Engel? Du kannst sie nicht sehen, aber ihre Anwesenheit spüren. Engel haben viele Möglichkeiten, sich zu offenbaren. Und nun willst du wissen, wie du sie erkennen und wie du sie fühlen kannst? Ich sage es dir. Spürst du am Kopf oder am Hals ein leichtes Prickeln? Oder geht ein warmer Luftzug durch den Raum und die Temperatur verändert sich? Oder du siehst ein kleines Glühen. Oder du fühlst eine überraschende Gänsehaut. Oder ein sonderbarer, angenehmer Duft kommt wie aus dem Nichts. Diesen Duft kennst du nicht. Und du kannst ihn auch nicht beschreiben. Doch die Engel, die zu dir kommen, haben immer einen angenehmen Duft. Und du wirst ihn mögen. Die Engel zeigen sich auch mit glitzernden, bunten Lichtstrahlen. Und ihre hellen Lichtpunkte oder Strahlen machen dich auf sie aufmerksam. Doch fürchte dich nicht. Einen Engel wirst du niemals sehen, bevor du nicht dazu bereit bist. So kannst du auch engelhafte Stimmen hören. Was bedeutet, dass sie mit dir Kontakt aufnehmen wollen? Ja, sprechen wollen. Das nennt man Hellhören. Hörst du die Stimme im Flüsterton? Dann bitte darum, dass lauter gesprochen werden soll. Aber glaube nicht, dass die Engelstimme in deiner Fantasie entsteht. Oder du dir vielleicht dieses einbildest. Die Stimmen der Engel sind real. Höre sie und verstehe, was dir die Engel sagen wollen. Wie melden sich noch die Engel? Ja, es ist möglich, dass du in deinem Körper etwas spürst. Vor allem in deinem Herzen. Du fühlst ein starkes, gewaltiges Gefühl der Freude und der Liebe, wenn die Engel dich umhüllen. Du bekommst Tränen der Freude, ohne den Grund zu kennen. Emotionale Gefühle kommen in dir hoch und du weinst. Einfach so. Trotz deiner Tränen fühlst du dich gut. Du fühlst einfach die bedingungslose Liebe. Nur Liebe. Wenn du eine plötzliche Helligkeit empfängst, helles, weißes Licht, was du siehst oder spürst, so ist dies ein Zeichen, dass die Engel mit dir reden wollen oder Antworten auf deine Fragen haben. Du spürst und du fühlst aber auch, dass du nicht alleine bist und jemand da ist, der deinen Körper berührt, streift oder gar die Hände auf deine Schultern oder deinen Kopf legt. Aber auch ein kleiner Hauch oder Luftzug oder ein Streicheln kann auf die Anwesenheit eines Engels hinweisen. Die Engel zeigen dir die Anwesenheit sehr deutlich. Vertraue ihnen und du wirst immer öfter ihre Zeichen erkennen. All dies sind positive Zeichen, die dir sagen, dass die Engel bereit sind, dir zu dienen.
Sie wollen dir dienen und warten nur darauf, dass du mit ihnen den Kontakt aufnimmst. Nimm ihre Hilfe an und spreche mit ihnen. Sie hören dich und du wirst Antworten bekommen, gleich wie du die Antworten wahrnimmst. Und du wirst dich sehr, sehr glücklich fühlen. In Liebe, Deria.